Jo Leute, da sind wir wieder bei Twainfieber. Nee. Hier sehen wir schön viele Leute. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen laufen lassen. Na, guckst du, ne? Nicht jetzt. So, hier haben wir ein paar Leute. Was ist denn hier los? Was ist denn los? Guckt euch das mal an. Die läuft ja hier ziemlich. Freizügig rum hier, ne? Da die auch. Alter, gibt's heute was ein Angebot, weil alle gleich aussehen oder was ist los, ey? Alter, schaut mal, wie der Zug animiert ist hier seitlich. Das ist ja krass, oder? Ich glaube, der Zug wird auch bald in die Pension müssen, wenn wir hier mal gucken, der da ist. Der kostet uns schon 432.000 im Jahr. Aber man muss auch sagen, der macht auch ziemlich Plus. Trotz den ganzen Betriebskosten und so weiter, ne? Also, nee, den geben wir noch nicht in Pension. Der bleibt hier. Wenn wir in Pension geben können, ist den hier. Der hier meint, er muss mit dem weißen Hut herumlaufen. Der hier. Wo wohnst du denn? Aha, Wohnhaus. Mit 12. Was? 12 Bewohner. 1943 wurde das gebaut. Na ja. So, ich habe eigentlich noch gar nicht geschaut. Das ist heute, wo ich jetzt gespielt habe. Oder nee, ja doch. Nein, gestern, vorgestern, vorvorgestern. Vor 3 Tagen. Heute, gestern, egal. Auf alle Fälle, wo ich diese Aufnahmesession gemacht habe, irgendwann mal, ist ein neuer Patch rausgekommen und ich weiß noch gar nicht, was da eigentlich neu ist. Ich habe mich da gar nicht informiert. Ich sehe nur hier, dass wir hier Linie 1 ziemlich viel zu tun haben. Mal gucken. Einzug ist hier, Einzug ist hier, einer hier. Das heißt, theoretisch, wir bräuchten noch einen, oder? Wir können jetzt entweder bei denen noch etwas dranhängen, ne? Ich könnte mal versuchen, einen neuen noch kaufen. So einen kaufen und hängen wir hier am Passagierwaggon dazu. Ob das, wie gut das läuft, ne? Der wird dann natürlich jetzt alle ausbremsen. Weil der jetzt nur maximal 120 kann. Auf unserer Hochgeschwindigkeitsbahn. Was aber auch egal ist. Der kann nur 90. Ist natürlich moderner als der, aber. Drehgestell, ja, ja, das passt. Jetzt tun wir mal gucken. Der fährt jetzt dann weg. Und so wie der wegfährt, kommt der andere erst zu spät, deswegen haben wir da noch zwischen rein jemanden. Das müsste dann der sein, genau. Der rote Pfeil. Warum fährt er nicht weg? Ah doch, jetzt fährt er. Linie 1, okay. So, dann gucken wir, lassen wir den mal fahren. Und wenn der circa hier ist, hauen wir den auf Linie 1 raus. So, fährt er auf Linie 1 raus. Und dann sollte das hoffentlich passen, dass der noch vorher stehen bleibt, bevor der draußen ist. Genau, da ist mir noch was aufgefallen. Wir müssen hier auch achten. Wir brauchen hier noch Signale, Leute. Sonst haben wir hier Chaos pur. Und zwar, du Freund musst warten. Du Freund musst warten. Und du eigentlich auch. Du Freund sollst auch warten, ne? Beides am Warten, ist doch egal. Die Gleise frei sind. So. Kann man das Signal hier wieder abreißen, ne? Lass mal sicherheitshalber, ist auch egal. Es stört ja niemanden hier, wirklich. So, aber dass wir genügend haben, Signale. Oh yeah, ja, ja, wieder was verfügbar. Hier, Linie 1 ist weg, Knobelsbahn kommt an, passt perfekt, Leute. Also ich sag mal, so, das geht. Und der Zug hier, wo ist denn der da? Der haut uns dann nochmal die Masse weg. Also, wenn wirklich mal ein Stau ist, so wie hier wahrscheinlich, oder? Linie 1, ja, 28, dann haut uns der die Masse weg, weil der kann 33. So, der holt uns zwischendurch die Masse einfach. Wir warten auf Linie 1, 14, die nimmt er mit. Zack, Knobelsbahn ist 25. Also hier müssen wir auch mal gucken, ob wir die Knobelsbahn nicht auch ein bisschen mal ein bisschen modernisieren.
Und wir haben hier eine Lok, die kann. Die hat eine Geschwindigkeit von 120, also gar nicht mal so schlecht. Da müssen wir aufpassen, dass wir die vielleicht gar nicht. Was kostet die uns? Ja, die ist aber teuer, oder? Die kostet 378. Ich werde mal kurz ein bisschen mitschreiben, Leute. Also das kann jetzt aber so kosten. 378. 378.000 kostet die. 120 km/h. Ein bisschen ein paar Details mitschreiben. Und fährt mit 54 Leuten. Macht einen Gewinn von 80 km/h. Wenn wir hier mal gucken. Und da mal was Neues raufhauen. Beispiel die hier. Die kostet dann so ein Jahr nur die Hälfte. Weniger als die Hälfte. Ja, ich glaube, das müssen wir machen. Das bringt uns nichts. Das heißt, wir müssen elektrifizieren. Oder wie man das eigentlich nennen möge, ne? Alles mit Strom auslegen. So, hier ist alles Strom. Hier auch. Jetzt mal da gucken. Da müssen wir. Da müssen wir. Und da müssen wir. Den Teil doch machen wir mit. So. Dann das ist noch nicht. Oh, ist Zug im Weg. Zug im Weg. Na komm, Zug, fahr weg. Komm schon, fahr nach Hause. Na mein Zug. Komm, verschwind. So, genau. Dann haben wir hier auch überall. Den haben wir schon, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir wirklich beide Linien sorgfältig haben. Den hat man das nicht. Dann hat man nämlich das Problem, dass irgendwann der Zug nicht mehr fährt. Aber hier schaut eigentlich, schaut ja alles perfekt aus. So, das nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Und dann hauen wir hier neue Züge drauf. Weil da kommen wir um einiges billiger, machen mehr Gewinn. Weil wir machen eh schon so viel Gewinn. Also da darf man eh nicht meckern. Wir hauen raus diesen roten Teil. Kaufen wir uns einmal. Ich möchte jetzt die andere Ansicht haben da. Und wir haben jetzt gesagt, er kann 54 Leute. Also der rote Pfeil kann 15. Ne? Dann haben wir noch einen Wagen drauf, der kann 14, 18. Ja, was Besseres haben wir momentan nicht. Ne? 18. Dann haben wir hier 1, 2, 1. Mann, verschwind hier. 2, 3 dazu sind. Also 3. Das sollte genügen, ja, auf alle Fälle. So, den haben wir jetzt noch. Den klonen wir jetzt noch zweimal. Hauen den auf die Linie Knobelsbahn raus. So, und den holen wir dann ins Depot rein. Jetzt haben wir ein kleines Problem, ne? Das heißt, dich schicken wir auch ins Depot. Weil es bringt nichts, wenn der hier vorne wartet. Da muss ich jetzt noch mal gucken. Das gefällt. Der müsste. Habe ich jetzt dann nichts, ne? Der muss hier das Signal kriegen. Warte mal. Hier passt irgendwas nicht. So. Der darf nicht reinfahren. Das heißt, du musst weg. Und du musst weg. Passt. Damit er hier stehen bleibt und damit der Zug sich noch entscheiden kann. Sehr gut. So, und du, Freundin. Du geh auch ins Depot. So. Ah, okay, der findet den Weg nicht logisch, weil er. Wahrscheinlich. So, dich verkaufen wir.
Und dich schicken wir dann gleich auf Linie 1. So. So, dich schicken wir dann ins Depot, sobald du abgeladen hast. Da verspätet sich jetzt alles ein bisschen, aber das pendelt sich dann noch schon wieder ein. So, wenn du schon was verdient hast, kommst du ins Depot. Zack, ins Depot rein mit dir. Und dich haben wir dann raus. Jetzt mal nur gucken, wo der dritte Raum ist. Damit wir da dann ein bisschen ein System dahinter haben. So, Linie zuweisen. Knobelsbahn. Nein, nicht verkaufen. Soweit mal Linie zuweisen. Knoblauchbahn. Knoblauchbahn, Knobelsbahn, würde ich sagen. So, und den klonen wir noch einmal. So, und dann müsste ja eigentlich hier noch ein Zug kommen, oder? Ah, der fährt oben jetzt erst weg. So, wenn der Zug circa beim Tunnel ist, kommt der nächste raus. So, du mal weg hier. Wenn der beim Tunnel ist. So, komm jetzt zu dem hier Zug. Da, kein Weg. Warum hast du keinen Weg? Erklär mal. Weil warte mal, was ist denn hier los? Warte auf freien Weg. So, die Knobelsbahn, das ist die hier. Entfernen, entfernen. Haltestelle hinzufügen. Von hier nach hier. Okay, geht nicht, weil denn irgendwas nicht passt. Na gut, dann müssen wir jetzt mal Fehler kontrollieren, was nicht passt. Da müssen wir mal raus hier. Die ganzen Schotter da. So, der hat auf alle Fälle hier, hat er Gleis. Vielleicht haben wir irgendwo ein Gleis zerstört. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was ich mir natürlich auch nicht vorstellen kann, weil wo sollten wir ein Gleis zerstört haben? Hier passt auch. Hier auch. Ah, hier ist nicht elektrifiziert. Das ist das Problem. Seht ihr, das habe ich gemeint. Da muss Strom hin. Damit er das auch erkennt. So, hier. 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 Und siehe da. Er macht wieder rote Linie, aber nicht so wie ich will. Weil vielleicht irgendwo noch was fehlt. Genau, hier, zack. Und bam, funktioniert wieder. Und das war wahrscheinlich unser Problem, warum der Zug nicht gefahren ist. So, warte auf freien Weg. Solltest du ja haben jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, die Knobelsbahn ist da. Der fährt da. Genau, du kommst dann ins Depot. Du bist eh leer. Du fährst raus, dann fährst du auch, dann später gleich raus. Oder du, Freundchen, du bleib mal angehalten, ja. So, du fährst mal vor bis zum Tunnel. Und dann kommt der nächste auf Knobelsbahn raus. Da muss man jetzt ein bisschen warten, ne? So, ein bisschen schneller noch. So, komm, gib Gummi, Alter. Lass die Reifen quietschen. Eisen an Eisen. So, du raus. Wenn der wieder am Tunnel ist, kommt der nächste raus. Und dann sollte das passen, so, mit drei Stück.
Wir haben jetzt natürlich sehr viele Leute verloren durch die ganze Aktion. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie das Ganze mit einpendeln wird. Ich hoffe es mal zumindest. Ich gebe mein Bestes, dass sie das alles so richtig steuern, aber wir haben mittlerweile 153 Millionen. Also es kann nicht so schlecht sein. Das muss man auch mal direkt sagen, ne? Es kann nicht so schlecht sein. Ohne Grund haben wir nicht so viele Millionen. Natürlich, wir haben jetzt ziemlich klein alles gebaut. Noch nichts Extremes. Das passt auch so. Und du? Ab ins Depot. Darfst weiterfahren. Oh, und da kommt der nächste. Das ist jetzt kritisch, kritisch. Der bleibt eh hier stehen. Das, ich dachte gar nicht, dass der so schnell ist, echt. Puh, die sind schnell. So, der fährt weg. Der fährt ins Depot und dann kann der andere nachziehen. Das wird eh passen. Dann sollte das in Ordnung gehen hier. So, wenn du in Depot bist, verkaufen wir dich. Du hast eigentlich schon ausgeliehen. So, verkaufen wir. Da kriegen wir noch ein bisschen Sim hin. 740.000. Perfekto. Hier die Linie haben wir jetzt perfekt abgedeckt. Was haben wir jetzt hier für Knobelsbahn? 146 Sekunden, weil... Ja, das ist knapp, also. Der muss hier kurz bremsen. Aber, okay, so, jetzt fährt der hinten weg. Ah, der hätte ein bisschen schneller sein sollen als die anderen, aber naja. Auf alle Fälle machen wir über Plus, außer Knobelsbahn, Personenverkehr 2. Da gucken wir mal hin, ich weiß schon, um was es da geht. Einheitswagen 2 haben wir jetzt, so. Dann machen wir jetzt mal langsamer. Das ist die Aussage hier. Perfekt, aber seht ihr Leute, die bauen hier perfekt dazu. Was für uns wieder heißt, Kohle ohne Ende. Hier ist alles Industrie, also die Stadt wird definitiv mehr Güter brauchen. Nee, noch nicht. Also Industrie, das passt perfekt. Das heißt, wir haben hier auch noch schön die Industrie abgedeckt. Was haben wir denn hier für ein Problem? Warum stehen hier so viele Leute? Ich sehe alle Linie 1 und 8. Okay, 1 wird eh abgeholt, die 8 kommt ja dann eh ständig. Hier kommt er schon. Das passt dann meiner Meinung nach perfekt. Ob wir hier ein bisschen Minus reinhauen in den ganzen Sache hier unten da mit der... Ja, Knobelsbahn macht jetzt auch Minus, ist klar, aber wir müssen das Ganze erst reinfahren, was wir jetzt verloren haben. Aber im Durchschnitt machen wir Plus, wir machen hier 31.000 Minus. Ach, komm, Leute, was ist das? Was ist 31.000 bei 158 Millionen? Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das pendelt sich schon ein, da bin ich mir relativ sicher. So, perfekt. Was haben wir denn hier eigentlich für ein Problem? Hier fahren wir ziemlich viele Autofahrer nun, ne? Weil wir auch dumm waren und die ganze Straße ausgebaut haben. Aber, naja, was soll ich machen? Ich kann hier auch nicht zaubern, oder? Ja, mal 10. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir das Loch. Was haben wir denn hier für eine Zeit? Warte mal. Nur sichtbare. Die blaue hat 147. Nee. Da muss mehr. Da muss mehr hin. Warte mal. Wo haben wir da? Ja, 147. Das geht so nicht. Da haben wir den Benz drauf, ne? Ein bisschen da mal so sortieren. Was habe ich jetzt gesagt? Linie 2 ist das, oder? Genau. 126, das passt mir noch immer nicht. Da muss noch einer drauf. Kostet es, was es wolle. Wir haben Geld. Wir müssen schauen, dass wir die Leute behalten. Das ist einfach Fakt hier. Hau mal drauf. Linie 2, zack. 110, also einer muss noch rauf. So, mal noch ein bisschen schneller, damit sich die ein bisschen auseinanderziehen. Wir müssen auch irgendwann mal aufpassen, dass wir nicht zu viele haben, damit wir die nicht gegenseitig stören. So, Linie 2, 98. Ein noch und dann ist aber Sense. Wenn es dann nicht passt, die Leute, dann sollen sie bitte mit ihrem Auto fahren und fertig. Zack. 88 Sekunden müssen sie warten. Na, okay. Egal. Dann haben sie halt Pech gehabt, wenn sie nicht warten wollen. Ich schaue, dass ich so
gut wie möglich da zurechtkommen mit den ganzen Sachen. Wir haben ein ziemlich großes Ausbaugebiet. Was war denn das? Waren das jetzt langsamer Scheiden hier? Das waren Wohnhäuser. Aha, okay, das heißt, hier müssten wir mal fast noch später mal hier eine Spur rausfahren, weil ich schätze mal, dass die ganzen Leute von hier da lieber mit dem Auto fahren. Es waren wohl hier auch ein paar hier von diesem Gebiet da unten. Ne? Okay, ist auch klar, weil hier haben wir nichts mit reingeholt, glaube ich. Ne, weil hier ist ein da hier von diesen Wohnhäusern, hier von diesen dunklen. Haben wir nichts mit reingeholt. Aber okay, das sagen wir, das wird jetzt nicht das Schlimmste sein. Wir haben hier, okay, vom Güterbedarf sind wir vollkommen gedeckt. Bevölkerung haben wir, Einkaufsmöglichkeiten haben wir auch ziemlich viel. Arbeitsplätze haben wir extrem viele, Freizeitmöglichkeiten haben wir auch genug. Also es steigert sich auf alle Fälle. Ihr seht, da geht es um einiges rauf, Wohngebiet, alles geht rauf. Das ist sehr gut, weil das heißt für uns einfach mehr Kohle, mehr Arbeit. Wir müssen uns um viel mehr Sachen kümmern dann. Wir haben auch hier ziemlich viel Freizeit mittlerweile. Was auch gut ist, wir haben hier auch schon die Haltestelle. Mal schauen, wie sich das alles entwickeln wird hier in diesen Dörfern. Also, Steinhörig. Ja, ich denke mal, da ist es ziemlich ausbaufähig. Was schaut man hier eigentlich aus? In Knobelsdorf. Wir haben Bevölkerung 411, Einkaufsmöglichkeiten haben wir auch. Also es ist gar nicht so schlecht. Man sieht hier auch, es geht Steine auf, nach oben. Geschäftsgebäude lassen ein bisschen nach, aber sonst... Puh. Industrie haben wir hier eine ziemlich starke, man sieht. Spitzenreiter. Freizeit, naja, geht so. Jetzt gucken wir mal in der Karte, was die sagt. Freizeit ist hier hinten, haben wir zum Glück eh. Das haben wir. Industriegebiet haben wir ja ziemlich abgedeckt hier. Außen. Ach du Kacke, ihr seht, wie sich die Stadt da ziemlich weiterentwickelt, ne? Hier wird schon wieder gebaut. Hier sind neue Wege. Ich weiß gar nicht, wo die hinkommen. Also, Respekt, Leute. Hier das rote ist Geschäftsgebäude. Da haben wir noch... Hier in diesem Bereich haben wir relativ noch Bedarf an Straßenbahnen. Da müssen wir mal gucken, wie haben wir hier die Linie verlegt. Ob wir nicht... Also, hier geht die Industrie durch. Ob wir nicht hier nochmal so einen Bogen reinfahren. So, was haben wir denn hier? Wir machen auf alle Fälle sowieso plus hier mit Knobelsbahn, Personenverkehr machen wir schön plus. Das passt. Linie 1, Bipify macht plus. Knobelsbahn hat sich auch ins Plus gehauen. Der Takt könnte noch ein bisschen schneller sein. Mal gucken, Linie der Knobelsbahn, da haben wir jetzt nicht mehr viel Andrang. Warum nicht? Irgendwas passt hier. Alter, und hier so Wohngebäude. 18 Bewohner, hui. Die Knobelsbahn ist anscheinend nicht mehr so lukrativ. Weiß ich, wie das Wort heißt. Weil, was haben wir hier für ein Problem? Hier haben wir für die Knobelsbahn 26. Das heißt, die wollen alle weg hier. Die Leute wollen weg. Warum wollt ihr weg? Was habt ihr... Ja, okay, ich weiß, was ihr für ein Problem habt. Ich sehe schon. Ihr habt ziemlich viel Industrie, weil eben hier Industrie ankommt. Freizeit ist... Ja, geht so. Geschäfte habt ihr auch. Aber ihr werdet halt ziemlich verbessert von der Industrie, ne? Glaube ich mal. Aber wir brauchen Industrie, also da gibt es nichts. Sehen wir, die Freizeit hat ziemlich nachgelassen, steigt aber jetzt alles permanent. Also man sieht, hier haben wir... Bei 25 Jahre kann man sagen, puh, Respekt. Hier war eine Zeit lang die Freizeit ziemlich tief, aber durch unseren Zugverkehr hat sich das jetzt wahrscheinlich die Busse und so. Ich wollte eigentlich die Bushaltestelle wartet einer. Das wird werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, da fängt die Industrie an. Zwei Arbeitsplätze sind hier frei. Na, gratuliere. Hier ist natürlich auch so eine Sache. Hier ist eine Umfahrungsstraße. Ich weiß gar nicht, ob die vorher schon war. Naja. Okay, dann lassen wir das mal so. Wir schauen dann an. Ihr habt ja schon vor langer Zeit geschrieben, wir sollen Labs anschließen. Da werde ich mir überlegen, Labs werden wir von hier eine Bahn bauen und von hier eine Bahn. Also wenn man das so
ja, zweiseitig anbinden und vielleicht eine quer hier drüber. Das wäre noch was. Aber da gucken wir mal in der nächsten Folge. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.